Ihr habt vorhin vermeldet, dass Dr. Schnee euch als Teamarzt verlässt. Aus familiären Gründen hieß es in der Erklärung. Der Zeitpunkt lässt natürlich so ein bisschen den Verdacht nahe, dass es vielleicht auch was mit eurer verletzten Misere zu tun hat. Was sagst du dazu? Der Verdacht ist falsch. Ich denke, auch unsere verletzten Situation hat sich ja auch jetzt schon entspannt, wird sich in den nächsten Tagen auch weiter entspannen. Nein, das ist so, dass Ben auf die Paracelsus-Klinik, der unser medizinischer Partner ist und auf uns zugekommen ist, dass er eben aus privaten Gründen gerne wieder nach Berlin zurück möchte. Und ja, wir haben uns zusammengesetzt und haben dem zugestimmt. Und ja, es ist jetzt so, dass Daniel Hellermann eben kurzfristig eingesprungen ist, den wir auch in den letzten Jahren schon als Vertretung von Philipp Heidmann und jetzt von Ben Schnee eben auch sehr, sehr gut kennt, der die Abläufe kennt und sodass da für uns ein fließender Übergang gewährleistet ist und der Abgang von Ben hat mit der verletzten Situation bei uns in den letzten Wochen, Monaten nichts zu tun. Wir haben aber trotzdem auch mit Daniel Hellermann jemanden, ne, der die Abläufe sehr, sehr gut kennt, die Mannschaft kennt ihn sehr, sehr gut. Es ist eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und wir werden uns gemeinsam mit der Paracelsus-Klinik, die eben dort ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns sind, weil der Mannschaftsarzt dort auch angestellt sein wird in den nächsten Tagen und Wochen, das natürlich sehr, sehr intensiv uns überlegen und dann auch, ich denke, bis zur Winterpause auch eine Entscheidung treffen.